Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Retro Panda Blättert Folge. Seit langem mal wieder eine Club Nintendo Ausgabe. Da ihr wisst, gucke ich mir gerne so alle Club Nintendo Ausgaben bis zu ungefähr dem Nintendo 64 Zeitalter an. Das liegt ganz einfach daran, weil danach so ein bisschen mein Interesse an Nintendo irgendwie verloren gegangen ist und das meine Zeit war. Und diese Ausgabe hier habe ich wirklich schon länger auf dem Radar gehabt und wollte ich schon immer haben. Weil natürlich einerseits wegen diesem Cover. Ich bin ja großer Secret of Mana-Fan. Und ich weiß doch, dass ich damals als Kind diese Ausgabe hatte und wirklich geliebt habe. Und wirklich da wirklich stundenlang verbracht habe, in diesem Magazin rumzublättern. Und seitdem habe ich allerdings nicht mehr reingeschaut. Ich habe mir jetzt diese Ausgabe besorgt und ich würde sagen, wir frischen einfach mal zusammen diese wunderschönen Erinnerungen auf. Schnappt euch ein Heißgetränk eurer Wahl und wir schauen mal zusammen rein, was für Abenteuer uns dieses Magazin alles verspricht. Wie hier auf dem Cover schon zu sehen ist, die Schlümpfe sind Thema, Chip und Chap 2 und natürlich Secret of Mana ist hier auch besprochen, Donkey Kong Country, DuckTales 2, Zelda 4, Super Game Boy Special, okay, da wird es wahrscheinlich um die Einfärbung auf Super Nintendo gehen. Schauen wir einfach mal rein. Und wir starten natürlich hier mit dem wunderschönen alten Design. Wie ihr seht, es ist eigentlich relativ übersichtlich. Ne? Super Nintendo, NES, Game Boy, jeweils so 4-5 Spiele jeweils. Die Specials werden wir uns natürlich auch gleich ansehen. Wie immer haben wir hier dann natürlich zuerst die Mailbox. Und da bin ich jetzt hier gerade wirklich sehr wow. Also wenn ihr das hier sehen könnt, ich versuche es mal so ein bisschen mehr in eine Kamera zu halten. Da hat jemand die Princess Peach aus Holz geschnitzt und das sieht echt cool aus. Also wirklich Respekt. Ja, und natürlich hier natürlich das übliche Gemahle und natürlich die lustigen Fotos. Können wir alles, müssen wir uns nicht so genau anschauen. Und dann geht es hier eigentlich schon mit den Spielen los, bin ich überrascht. Weil früher in den anderen Ausgaben, da war es ja immer so, dass es so ein bisschen mehr ja, von vornherein gab. Und hier sind wir gleich hier beim, nicht Titelbild, aber Titelthema, die Schlümpfe auf dem Super Nintendo. Muss ich sagen, habe ich so ein gemischtes Verhältnis dazu. Also eigentlich ist es ein relativ gutes Spiel eigentlich. Die Grafik fängt auch den Stil der Vorlage wirklich sehr, 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 sehr gut ein, finde ich. Das Problem ist allerdings, dass es hier und da mal ein bisschen unerklärt ist, nenne ich es einfach mal. Und zwar habt ihr hier nämlich, ich weiß gar nicht, ob das zu sehen ist, hier im ersten Level, was ich halt wirklich sehr verwirrend finde, habt ihr immer so Wasserpfützen. Ja? Und wenn ihr wirklich da mit einem normalen Lauftempo, was eher so ein schnellerer Schritt ist, sage ich mal, halt hineinlauft, dann sterbt ihr, weil ihr ausrutscht oder ähnliches. Wenn ihr allerdings wirklich so Schritt für Schritt reingeht und dafür gibt es jetzt keinen speziellen Gehmodi oder ähnliches, sondern ihr müsst immer so ganz leicht so auf Steuerkreuz tippen, dann sterbt ihr nicht. Und das finde ich halt so ein bisschen so überflüssig, unerklärt, vor allen Dingen, weil ich finde, Schlümpfe ist ja eigentlich eher die Zielgruppe kleine Kinder und dass man das dann irgendwie so künstlich verschweren muss, nenne ich es mal, finde ich seltsam. Also es hat so ein bisschen, finde ich, die Thematik, Schlümpfe, Grafik ist auch so entsprechend, aber es ist halt nicht leicht, was ich halt gedacht habe. Das heißt nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist, aber so für kleine Kinder vielleicht nicht unbedingt zu empfehlen. Und da seht ihr natürlich auch so die verschiedenen ja, Abschnitte. Es gibt ja natürlich viele verschiedene. Ne? Klar, ihr startet im Dorf, dann habt ihr hier die Brücke, was ich sehr nervig fand. Also habt ihr viel Wasser, wo ihr viel reinfallen könnt. Den Schwarzwald, See, ach genau, der See war auch so, boah. Also wirklich, ist es eine Herausforderung, was da nicht unbedingt schlecht ist. Die Abfahrt war auch sehr nervig, weil ihr davon von so einem Berg irgendwie runterfahrt und dann irgendwie Hindernissen ausweichen müsst. Und auch da ist die Steuerung nicht so die beste, würde ich mal sagen. Ja, dann kommen wir zum nächsten Super Nintendo-Spiel. Die scheinen es hier wieder mal etwas aufgeteilt zu haben, dass zuerst die Super Nintendo-Spiele kommen. Stunt Race FX, das war meine persönliche erste Begegnung mit diesen FX-Spielen. Diese FX-Spiele, kurz zur Erklärung für die, die es nicht wissen, das war so eine Art 3D-Chip, der in dem Modul verbaut war
Und mit Hilfe dieses Chips konnte das Super Nintendo auch besser 3D-Grafiken darstellen oder überhaupt erst 3D-Grafiken darstellen. Das war damals ein sehr, sehr cooles Feature und dieser Chip wurde auch diverse Male gut benutzt. Ne? Starwing oder Star Fox ist natürlich so ein bisschen das Paradebeispiel. Später wurde sogar dann noch ein Super Mario World 2 verwendet. Nicht um diese 3D-Grafik zu machen, aber um das irgendwie die Grafikqualität allgemein zu verbessern. Und es ist so ein geiles Konzept. Stellt euch mal vor, dass ihr euch heutzutage irgendwie, keine Ahnung, das neue Call of Duty kauft und da ist ein USB-Stick dabei, wo ihr dann eure Grafikkarte irgendwie verbessern könnt, nur für dieses Spiel. Finde ich schon einen coolen Ansatz, ehrlich gesagt. Das Spiel an sich allerdings, ja, es hat halt so ein bisschen die Schwierigkeiten dieser frühen 3D-Spiele, finde ich. Es wirkt alles so etwas ruckelig, ne? Die Frames-Anzahl ist nicht gerade sehr hoch. Und sagen wir mal ehrlich, diese frühen 3D-Titel mit diesen Polygonen, sehr simplen Modellen, ist nicht gut gealtert. Deswegen, ich habe es damals gespielt, weil es war cool und sowas, aber ich wurde ehrlich gesagt nie so wirklich warm. Aber das gilt für mich, für alle diese Titel, die irgendwie FX im Namen haben. Da gibt es ja einige. Wie gesagt, Ausnahme ist bei mir natürlich Super Mario World 2. Und ich finde auch immer, ich fand damals schon irgendwie schöne Pixelgrafik, also Mario Kart sieht besser aus als das, wobei das natürlich jetzt das hier aus der technischen Perspektive natürlich weiter ist, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Ihr könnt es natürlich anders finden als ich, aber wie gesagt, diese frühen 3D-Titel, deswegen mag ich auch so PlayStation 1 und Nintendo 64 nicht so, weil, ja, weiß nicht. Ist nicht meins, mein Stil. Dann kommen wir natürlich zu Secret of Mana, absoluter Klassiker. Hier haben wir, ich glaube, das ist auch relativ am Anfang, diesen magischen Wald, wo ihr diese Teleporter habt. Das fand ich so die erste schwerere Stelle, sich durch diesen Wald zu kämpfen, weil da auch oft irgendwelche Gegner in irgendwelchen relativ abgeschlossenen Arealen sind, wo ihr euch erst quasi hinkämpfen müsst, indem ihr irgendwelche Pflanzen erst dann niederschlagen müsst und so weiter. Das erste Schwierige, dann habt ihr natürlich Etuas Schloss, das war ja, ich glaube von der Historie her, dass er diese böse Hexe war. Und die hat hier diesen Schmusetiger. Das war auch, finde ich, persönlich so der erste Gegner, der so richtig krass war. Musstet ihr natürlich dann auch erstes Mal die Magie benutzen und alles. Also ich rede einfach mal so, die meisten von euch werden das Spiel wahrscheinlich gespielt haben. Deswegen wissen die natürlich auch von dem, was ich rede. Aber wenn ihr es noch nicht gespielt habt, dann schämt euch bitte und das zu Recht, weil es ist ein absoluter Klassiker. Hat kleinere Probleme das Spiel natürlich, wie zum Beispiel die Wegfindung eurer KI-Kollegen, weil ihr spielt ja immer diese Dreiergruppe und könnt ja natürlich auch maximal mit drei Spielern spielen. Werdet ihr natürlich im Regelfall nicht unbedingt machen und dann werden die vom Computer gesteuert und dann ist die Wegfindung schon mal nicht so die geilste. Waren halt die 90er. Die frühen 90er und das haben ja heute immer noch Spiele teilweise Probleme mit der KI-Wegfindung. Dann haben wir hier noch weitere Gegner. Natürlich hier haben wir den Lava-Tempel, wo ihr den Feuergnomen und die Erdmagie bekommt ihr da. Ne? Geschenkt. So. Dann haben wir hier Donkey Kong Country. War ein riesiges Thema. Und ich habe, als ich das Magazin gekauft habe, hier sogar noch so einen kleinen Werbeflyer bekommen. Beziehungsweise ein Poster ist das, was ich euch gerne mal hier nochmal aufklappe. Ich kann es leider nicht in der Gänze hier in der Kamera zeigen. Ich weiß nicht, ob das hier wirklich zu dieser Ausgabe gehört. Aber ist natürlich hier ein tolles Zeitzeugnis. Hat so ein ganz ungewöhnliches Format. Also es ist nicht DIN A2 oder irgend sowas. Ich versuche es hier mal so ein bisschen unter der Kamera zu zeigen, so ein bisschen schräg. Ne? Also es ist sehr lang. Ich glaube nicht, dass es ein offizielles DIN-Format ist, wo halt dann so ein bisschen Werbung für Donkey Kong Country gemacht wurde. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt hier die Ausgabe war, wo die Videokassette dabei war. Aber eine Club Nintendo Ausgabe war so eine Videokassette dabei, wo man sich dann halt sogar Spielszenen von Donkey Kong Country ansehen konnte. Weil das fand ich, war halt wirklich richtig krasse Grafik. Das wurde ja damals dazu ja irgendwie umgesetzt, indem halt die ganzen Sprites vorgerendert waren und dadurch hatte man diesen schönen gerenderten Look, der nicht so pixelig war, ohne auf wirkliches 3D irgendwie zurückzugreifen. Ist richtig, richtig geil, muss ich nicht sagen, ist ein Klassiker. Hat noch zwei weitere Teile bekommen, habt ihr wahrscheinlich alle gespielt. Genau, über Donkey Kong Country schauen die Videofachwelt. Ich weiß, dass das wirklich damals eine Riesensache war. Wurde ja wirklich von Rare entwickelt und
Die haben nicht umsonst die Videokassette dazu gepackt, weil keiner hatte erwartet, dass so eine grafische Qualität auf dem Super Nintendo möglich war. Und das haben sie im Prinzip ja nur durch diesen einen kleinen Kniff gemacht. Sehr coole Sache. Ja, dann haben wir hier Super Pinball Behind the Mask. Boah, kann ich original nichts zu sagen, ehrlich gesagt. Sieht wie ein ganz ordentlicher Flipper aus, wie da natürlich ist, die Ballphysik ist und so weiter. Keine Ahnung, aber schön, dass sie hier noch so ein bisschen so allgemeine Flipper- oder Pinball-Techniken erklären. Ob die jetzt gut sind oder nicht, weiß ich nicht. Ich bin allgemein, was Flipper-Spiele angeht, leider, egal ob echt oder in Videospielform, bin ich nicht so fit. Dann haben wir hier Pinball Mania. Ah, cool. Dann haben sie anscheinend so ein bisschen ein Pinball Special gemacht. Natürlich hier gibt es diese Pinball auf dem NES, Super Pinball, wahrscheinlich auf dem Super Nintendo, keine Ahnung. Revenge of the Gator, das habe ich lange damals gespielt sogar. Das war eins meiner ersten Gameboy-Spiele, die ich damals hatte. Da wusste ich noch gar nicht, was so eine Pinball-Maschine oder ein Flipper ist, aber ich fand es immer wieder cool. Bin nie so dauerhaft dran hängen geblieben, aber die allgemeine Präsentation natürlich war fantastisch. Dann haben wir hier Zelda 4, wie sie es auf dem Titel erwähnt haben, beziehungsweise Link's Awakening, wie es natürlich heute eher betitelt wird. Wunderbares Spiel. Muss ich nicht sagen, mein absolutes Lieblingsspiel auf dem Gameboy und ja fast schon allgemein. Was haben die hier mit diesen Codes hier? Ein Screenshot? Das sind so allgemeine Tipps. Ah, nee. Ich glaube, das werden die Farbcodes sein, ne? Weil hier die Farben sind ja etwas anders. Man konnte ja beim Super Game Boy ja bestimmte Farbcodes sich auch selber erstellen. Und das sind wahrscheinlich hier so ein bisschen die thematisch passenden ja, Codes dafür, ne? Hier Wurmpalast ist eher so bräunlich gehalten. Der Djinn ist dann halt eher grün. Warum gerade die Farbkombination? Ich weiß es nicht. Aber da kann man sich anscheinend nach deren Denken so ein bisschen die Mühe machen, sich nach jedem Palast oder ja, Dungeon eine eigene Farbpalette zu machen. Sagen wir mal ehrlich, effektiv gemacht hat es wahrscheinlich keiner. Aber obwohl hier so Wundertunnel hier mit diesen eher so schleimigen, giftigen Farbtönen, boah, das passt. Hier, das sieht so ein bisschen sehr matschig aus. Ob das jetzt so sein müsste, weiß ich nicht. Aber gute Idee, aber wie gesagt, glaube kaum, dass das wer gemacht hat. Dann haben wir hier die Charts. Super Nintendo, ich gehe mal die Lesercharts durch. Super Mario Kart, Zelda, All-Stars, Mega Man X, Super Mario World, Starwing, gerade angesprochen mit dem FX-Chip, Street Fighter 2 Turbo, Super Bomberman, Block, Mystic Quest. Kann ich nichts so sagen, alles fantastische Spiele. Game Boy, Zelda natürlich, Mario Land auch gut, wobei ich die Mario Land-Teile ich persönlich besser finde. Super Mario Land 2, yep, Mystic Quest, yep, Super Mario Land, yep, Mega Man 2, yep, Kirby's Dream, Pinball, okay, Pinball, wie gesagt, Pinball, Tetris, Tiny Toon Adventures 2, alles wunderbare Titel. Wobei ich das hier aber auch lese, Mystic Quest ist ja damals an mir so komplett vorbeigegangen. Finde ich immer noch schade. Wenn ich immer so jetzt in Retrospektive sehe, wie oft das Spiel irgendwo erwähnt ist, frage ich mich, wie das irgendwie an mir vorbeigehen konnte. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Dann haben wir hier Lesercharts, NES, Zelda, ja, Super Mario Bros. 3, yep, Zelda 2, Kirby's Adventure, Mega Man 3, Battle of Olympus. Ja, alles wunderbare Spiele, kann man nichts sagen. Dann natürlich thematisch passend zum Flyer ein Donkey Kong Country Poster. Dann haben wir hier Werbung für das Multitap, wo man dann bis zu 4 ja, Controller an Super Nintendo anschließen konnte. Braucht man natürlich dann auch für Secret of Mana zum Beispiel. Ach, hier haben sie hier nochmal dicke Werbung. Also, sie wussten, was sie haben. Sagen wir ehrlich, sie wussten, was sie haben. Und deswegen haben sie es natürlich auch werbetechnisch auch so entsprechend ausgebeutet. Hier gab es sogar hier noch so eine kleine Karte für ein Gewinnspiel, wo man eine tolle... welche sensationelle Qualität bietet dir Donkey Kong Country für 16-Bit Nintendo? 16-Bit Qualität? Oder 32-Bit Qualität? Keine Ahnung. Wird wahrscheinlich irgendwo stehen. Mit welchen Hilfsmitteln kommst du sicher durch den ersten Teil des Levels von Donkey Kong Country? Mit SS? Da ist ja... da reitet ihr auf dem Tier, ne? Aber keine Ahnung. Wie viele Spielspaßrahmen sind bei Super Game Boy automatisch gespeichert? Boah, keine Ahnung. Wie viele Software-Neuheiten stellen wir in den News-Teil unseres Videos vor? Ja. So viel zu dem Thema. Also es gab noch ein Gewinnspiel dazu. ja.
Dann haben wir hier Donkey Kong. Auch ein richtig, richtig geiles Spiel auf den Game Boy. Habe ich lange unterschätzt, weil ich immer dachte, ja gut, das ist so ein Game Boy Remake vom alten Donkey Kong Spielautomaten. Aber das ist es nur, die ersten 4 Level waren es, glaube ich. Und danach wird das Spiel noch wesentlich größer und komplexer. Der Grundablauf ist natürlich immer gleich geblieben, aber ihr habt hier natürlich wesentlich mehr Möglichkeiten. Ihr könnt hier so rückwärts springen und sowas, was im Fate natürlich alles nicht so möglich war. Und dadurch habt ihr wesentlich mehr Tiefe da drin in der ganzen Mechanik, obwohl die Mechanik natürlich, ihr habt ein Level, ihr müsst einen Schlüssel holen und zur Tür rennen. Die Grundprämisse ist halt gleich geblieben, aber dadurch, dass halt so viele neue Elemente reingeworfen wurden, ist es halt wirklich wesentlich abwechslungsreicher und sogar besser geworden. Hier stellen sie natürlich alles vor, das überspringe ich etwas. Ja, Soccer. Ja, Fußball wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ich und Sportspiele, ihr wisst es. Wario Land, Super Mario Land 3. Hier scheint man auch schon in der weiteren Verwurstung zu sein. Und das scheint nicht die Erstvorstellung zu sein, weil sonst wäre das wahrscheinlich auch irgendwie präsenter hier präsentiert werden. Sie haben ja meistens immer ein Spiel vorgestellt und dann in den nächsten Magazinen immer hier so diese Levelaufbau präsentiert, was natürlich gierig machen sollte. Und von wegen, oh, so geil sieht das Level aus, so abwechslungsreich und so weiter. Ist ein schönes Spiel, speziell natürlich etwas schwerfälliger als Super Mario Bros. 2, weil natürlich Wario auch ein bisschen anders ist. Aber so hundertprozentig warm geworden bin ich damit persönlich nie. Vielleicht war ich das auch erst jetzt in meiner späteren Sammlerkarriere, nenne ich es mal, irgendwie den Zugang dazu gefunden habe. Dann haben wir hier ein schönes Comic, wie immer. Ich halte meine Pfoten weg. Ihr könnt das Video pausieren, wenn ihr euch es durchlesen wollt. Bevor ich das hier irgendwie mit komischen Stimmen vorlese, dann haben wir hier die nächste Seite. Es scheint ein sehr, sehr spektakuläres Kirby-Abenteuer zu sein. Und hier Fortsetzung folgt, das sind ja immer die 4 Seiten. Dann haben wir hier Yoshi's Cookie. Schönes Puzzlespiel, was diese übliche Tetris-Formel mal wieder nimmt, wie gefühlt jedes zweite Puzzlespiel damals. Und das alles neu kombiniert. Finde ich auch nicht verkehrt. Hier habt ihr dann halt so verschiedene Kekse, nennt sich das hier. Also ne, bei manchen Spielen wären es jetzt verschiedene Farben oder Symbole, die ihr dann halt entsprechend kombinieren müsst. Ist dann halt nochmal eine ganz andere Sache. Ist ein nettes Spiel, aber ja, ist nett. Sie haben es wahrscheinlich umsonst nicht Marios Cookie genannt oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Dann sind wir schon mal beim NES-Teil. Chip and Chap 2 habe ich nie gespielt, aber schon der erste Teil war sehr, sehr geil. Da habt ihr halt Chip und Chap gespielt und ja, auch wie hier könnt ihr Kisten hochnehmen und damit Gegner bewerfen und so weiter. Sehr schöner Plattformer, ist ja noch zu den alten Disney-Capcom-Zeiten gemacht worden. Der zweite Teil sieht hier wie vom ersten Teil aus. Finde ich allgemein sehr schade, dass diese beiden Titel nicht auf den Gameboy portiert wurden. Schade, weil es wurde ja oft so, zum Beispiel wie bei DuckTales, wenn es auf den NES erschienen ist, kam es ja auch auf den Gameboy. Hier nicht. Chip und Chap war eine meiner Lieblingsserien damals. Also so direkt nach den Gummibärchen und Darkwing Duck habe ich das mal sehr, sehr gerne geguckt. Fand ich immer sehr fantasievoll. Natürlich, ne, das Detektiv-Trio, jeder hatte so seine Stärken und Schwächen. Wunderbare Serie, wo ich immer noch die Titelmelodie sehr gut im Kopf habe. Chip und Chap, Ritter des Rechts. Okay, ich singe nicht mehr, weil ich kann definitiv nicht singen und ich will euch nicht länger stören. Auch hier scheint es eher mal so ein bisschen so eine Übersicht zu geben. Hey, guck mal, was wir hier geile Sachen im Spiel haben. DuckTales 2 ist auch an mir damals ja, vorbeigegangen, obwohl ich DuckTales 1 auf den Game Boy hoch und runter gespielt habe. Wie schon angesprochen, hier wurden beide Teile tatsächlich auf den Game Boy portiert. Auch hier DuckTales 2, zumindest als ich mir DuckTales 2 für den Game Boy gekauft habe, war auf den NES wesentlich teurer als auf den Game Boy. Und quasi sind die Versionen quasi deckungsgleich, bis auf die Technik natürlich. Die wurde natürlich etwas für den Game Boy angepasst. Aber ansonsten auch ein schönes Spiel, wobei es halt nicht so viel mehr was anderes macht. Es ist halt mehr vom Neuen, vom Gleichen, was in Ordnung ist, weil der Vorgänger schon wirklich fantastisch gut war. Deswegen ist das hier nicht schade. Oh, hier haben wir sogar noch einen Bestellschein drin. Oh, den noch die Postkarte dieselbe und ein Bestellschein für einen Nintendo-Kalender von 95 für 5 Euro in Briefmarken. Ob man die noch kriegen kann? Soll ich das mal hinschicken? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Das geht nach Groß-Ostheim. Ich glaube, die sind da auch gar nicht mehr vertreten. Ich glaube, Nintendo ist da irgendwie umgezogen, aber
kann mich irren. Ja, wie war es mehr von DuckTales 2? Jetzt sind wir hier schon bei der Twig Zone. Hier gibt es natürlich wie immer verschiedene Passwörter, wo man dann entsprechend weiterkommen kann. Das war ja damals wirklich so, dass das wirklich so Cheats und Passwörter damals wirklich gehandelt wurden. Aber heutzutage guckt man einfach im Internet, da gibt es genug Quellen, wo man sich das anschauen kann und gut ist. Aber hier ist es dann doch eine ganz andere Sache. Überblätter ich natürlich wie immer. Hier haben wir natürlich noch schöne Werbung vom Super Game Boy Set. Ich wollte damals mal einen Super Game Boy haben fürs NES, obwohl das nicht so ganz hoch auf meiner Prioritätenliste war, aber das war schon eine coole Sache. Kleiner Fun Fact, wenn ihr es noch nicht wusstet, das ist jetzt kein Emulator oder sowas, dieser Super Game Boy. Ne? Das war ein Adapter, wo ihr euren Game Boy Spiel reinsteckt und das in den Super Nintendo steckt. Dann konntet ihr halt das Game Boy Spiel auf dem Fernseher durch den Super Nintendo spielen. Heutzutage würde man das mit dem Emulator lösen, aber hier war tatsächlich ein Gameboy, richtiger Gameboy quasi drin verbaut, halt nur ohne Bildschirm. Das heißt, es wurde nicht emuliert, es wurde halt irgendwie durchgegeben oder sowas, keine Ahnung. Ich bin da technisch jetzt auch nicht auf dem besten Stand, was das angeht. Hier haben wir die Rückseite, wieder Werbung für Stunt Race FX. Wie immer finde ich eine sehr schöne Ausgabe. Kann man gut machen auf jeden Fall. Schön, dass ihr wieder reingeschaut habt und dass wir hier zusammen in Erinnerung schwelgen konnten. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Egal, was ihr noch vorhabt, ihr Lieben. Tschüss.